Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Ich habe heute wieder ein kleines süßes Produkt für euch, beziehungsweise hier sind 6 kleine süße Produkte drin. Es ist ja Wintersaison und im Winter wird es schneller dunkel, deswegen müssen wir auch ein bisschen an die Sicherheit unserer Kinder denken. Als allererstes, bevor ich euch dieses kleine Produkt bzw. diese 6 kleinen Produkte vorstelle, möchte ich euch bitten, einfach meinen Kanal zu abonnieren, wenn euch meine Videos gefallen. Lasst einfach ein Like da, wenn ihr Fragen zu dem Produkt oder ähnliches habt, könnt ihr mir das gerne in den Kommentaren hinterlassen. So, wir wechseln dann einmal die Perspektive der Kamera, damit ich euch dieses kleine Produkt vorstellen kann. Bei diesem kleinen Produkt handelt es sich um 6 kleine LED-Lämpchen, die man zum Beispiel ans Fahrrad machen kann, an den Kinderwagen oder ähnliches. So, machen wir das Ganze mal auf. Wie ihr seht, gibt es Batterien dazu. Und diese 6 kleinen Lichter. Wir nehmen jetzt einfach mal ein schwarzes und ein rotes. Die restlichen packen wir mal zur Seite. Die Batterien ebenfalls. Und gucken uns das mal an. Zack, packen wir einfach mal aus. So sehen sie aus. Hier oben ist ein Knopf zum Anschalten und es gibt verschiedene Modis. Man sollte vielleicht richtig drücken, genau. So, zack. Die haben einen einfachen Gummizug, damit man das einfach so dran machen kann an irgendwie ein Lenker, Fahrrad oder ähnliches. Also das ist perfekt. Man zieht ja da nie ran. Also das ist nur ein Gummi. Das ist klar, dass der dann irgendwann nachgibt, damit das Plastik halt nicht abbricht. Aber hier kann man schön ordentlich das an den Fahrradlenker klemmen, ans Kinderwegchen oder an ähnliches. Ich versuche das mal hier ein bisschen auseinanderzunehmen, damit wir uns das mal von innen angucken können. Zack, Gummi abgezogen. So einfach sieht das Lämpchen aus. Ist nichts Spektakuläres, sind 2 LEDs vorne drin, ist ein Druckknopf, den ich jetzt nicht bedienen kann, weil ich so dicke Finger habe, doch dran, den man halt von außen drücken kann. Die Lichter haben 3 verschiedene Modusse: Dauerlicht, langsames Blinken und schnelles Blinken. Das hier ist Silikon. Gucken wir, dass wir das mir irgendwie wieder zusammengefutzelt kriegen. Muss ich erst mal gucken, wie rum, so rum war das, dürfte eigentlich kein Problem sein. Man nimmt sie ja im Normalfall auch nie auseinander, das war jetzt nur für euch, damit ich euch das zeigen kann. So, das sind die Lichter. Das Weiße ist für vorn und das Rote ist für hinten. Zack. Dadurch, dass hier jetzt natürlich kein Widerstand dran ist, passiert das halt, dass ich den Knopf auch manchmal nicht drücken kann, weil hier unten das rausgeht. So, jetzt. Dadurch, dass hier kein Widerstand jetzt ist, weil ich ja nichts drumherum gemacht habe, kann das natürlich passieren, dass das immer ein Stück runterrutscht. Als Beispiel nehmen wir jetzt mal diesen Schraubendreher. Und dort kann ich die Lampe festmachen. Also ihr seht schon, der Gummi, das hält. Das rutscht auch so gut wie nicht. Also eigentlich gar nicht. Und jetzt kann man den Modus hier ordentlich durchdrücken. Also wie gesagt, das sind Lampen für Kinderwagen, Fahrrad oder ähnliches. Es wird ja nun schneller dunkel. Und da ist das schon ganz praktisch, wenn man irgendwie was hat, was man dran machen kann, damit man was besser sieht, beziehungsweise man auch besser gesehen wird. Jetzt funktioniert das mit dem Durchklicken auch ordentlich. Kinderleichte Handhabung, es sind einfach zu tragen, dank des praktischen und elastischen Spannbefestigung. Das ist diese hier. Also die kann man nur langziehen, da passiert auch nichts. Die kann man halt sekundenschnell irgendwo dran klemmen und auch wieder abmachen, damit sie keiner klaut. Diese 6 Stück kosten bei Amazon 11,99 €, natürlich in Prime. Sind 6 Stück, die ich euch ja schon gezeigt habe. 6 Stück sind da vorhanden, die natürlich alle schon mit Batterien ausgestattet sind, wie man sieht. Aber man bekommt zu den 6 Lampen noch 4 Batterien als Ersatz dazu, falls irgendwas ist. Nettes Spielzeug für die Sicherheit der Kiddies,
oder die Sicherheit einem selber? Ich zeige es euch mal ein bisschen im Dunkleren. Sind relativ hell. Also die sieht man auf jeden Fall auf der Entfernung. Diese schönen 6 Lichter für Kinderwagen oder für Fahrrad gibt es, wie gesagt, bei Amazon für 11,99 €. Wenn ihr Interesse an dem Produkt habt, ihr wisst, wie es ist, unten in meiner Videobeschreibung ist der Link dazu. Guckt natürlich auch bei meiner eBay-Kleinanzeigenseite dazu. Da gibt es viele Produkte, die ich hier in den Videos vorgestellt habe, sind dort verfügbar. Die könnt ihr direkt von mir erwerben. Falls euch das Video gefallen hat, wie ich euch das Produkt vorgestellt habe, oder falls euch allgemein meine Videos gefallen, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Hier unten kommt extra nochmal der Hinweis, wie das funktioniert. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Vergesst nicht, das Video zu liken. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns beim nächsten Mal.